Hallo zusammen und willkommen zurück auf Langophilia. In diesem Video möchte ich über das Gägische reden, den gägischen Dialekt des Kosovos. Im Kosovo wird Gägisch gesprochen, das ist eine andere Variante als Standardalbanisch. In den Lehrbüchern lernt man immer noch Standardalbanisch, aber zum Gägischen gibt es nicht so viel Lernmaterial leider. Deswegen habe ich mich entschieden, diese Videos zu machen. Es wird wahrscheinlich jeden Freitag ein Video folgen auf meinem Kanal. Also abonniert ihn und ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, auf Langophilia und Gegnistia, wo es noch mehr Infos zum Kosovo gibt und zum Gägischen. In diesem Video möchte ich auf das Verb sein eingehen. Das heißt sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man es sagen kann. Also den Infinitiv. Man kann sagen mekon oder mukon. Manche sagen mukon, manche sagen mekon. Normalerweise bildet man die Infinitive mit me. Mekon, aber in diesem Fall, das ist irgendwie was Besonderes, ich weiß auch nicht warum, aber man sagt, man hört auch oft Mukon. Das benutzt man eigentlich für reflexive Verben, das heißt, wenn man sagt, ich möchte mich waschen, ich möchte mich duschen, kann man sowas sagen wie du mu lo, du mu lo. Das heißt, da hat man wieder dieses mu und das bezieht sich auf sich selbst. Sein bezieht sich eigentlich. Ist eigentlich nicht reflexiv in Sprachen. Hier ist es aber im Infinitiv so, genau, man hört Mukon oder Mekon für den Infinitiv. Wenn man das konjugieren möchte, kann man sagen une yam. Manche sagen auch une yom, schreiben es dann mit einem O, das gibt es auch. Ti je, du bist. Er, sie ist, sagt man ai, ayo, oscht. Das schreiben manche mit A, ich schreibe es persönlich mit A, manche schreiben es mit O, manche schreiben es wie im Standard mit E mit zwei Punkten, S-H-T-E mit zwei Punkten, Öscht, aber manche sagen es, die meisten sagen es Oscht, Ai, Ajo, Oscht. Wir sind, da gibt es auch mehrere Varianten, die meisten oder im Gegischen sagt man eigentlich Na, Jena. Manche benutzen auch die standardalbanische Form und sagen Na jemi oder ne jemi und manche lassen sogar das I am Ende weg und sagen nur na ne jem. Na ne jem. Das hört man auch oft in Liedern zum Beispiel, von Tainer zum Beispiel. Und ja, es ist ziemlich interessant, wie sich das entwickelt. Für ihr seid, Plural, sagt man ju jeni. Sie sind, da gibt es zwei Pronomen, ata, ato. Ata ist das männliche Pronomen, ato das weibliche Pluralpronomen, sagt man ata ato jan oder jon. Wie bei der ersten Person Singular, manche sagen jam, manche sagen jom, manche sagen auch da in der dritten Person Plural, sagen jan oder jon. Wenn man über die Vergangenheit sprechen möchte, dann gibt es viele Zeitformen. Wenn wir mal das Perfekt nehmen, wenn wir sagen, ich bin dort gewesen, kann man sagen une jam kon atu atje. Wenn man sagen möchte, du bist du da gewesen, kann man sagen aye kon atu aye kon atu. Wenn man sagen möchte, er sie ist da gewesen, kann man sagen ay ayo ost kon atu. Wenn wir sagen, wir sind dort gewesen, kann man sagen na jena kon atu. Wenn man sagen möchte, ihr seid da gewesen, kann man sagen, jo, jeni kon atü. Wenn man sagen möchte, sie im Plural sind dort gewesen, kann man sagen, ata jan kon atü. Atü heißt da, dort oder atje. Das ist, glaube ich, ein bisschen entfernter, atje. Dann gibt es noch andere Zeitformen in der Vergangenheit. Man kann sagen, kesh, ich war, kesh. Kesh heißt auch lachen. Aber es ist auch die Vergangenheitsform, also une kesh, npun, ton dieten. Ton dieten heißt den ganzen Tag. Npun heißt auf der Arbeit. Das heißt, kesh, npun, ton dieten heißt, ich war den ganzen Tag auf der Arbeit. Wenn man fragen möchte, wo warst du, kann man fragen ku ke. Ke ist die zweite Person dann. Oder man kann auch fragen, wie wir schon eben besprochen haben, ku je kon. Wo bist du gewesen? Aber wo warst du? Das ist ja dieser Unterschied. Wo warst du? Wo bist du gewesen? Das sind verschiedene Zeitformen. Wo warst du ist Kuke.
Und wo bist du gewesen ist Kuyekon, auch wenn es ungefähr dasselbe beschreibt. Was man auch oft hört, ist in der dritten Person Singular dann anstatt Oshkon ist gewesen. Oder man kann auch sowas sagen wie Ukon. Also es war gut. Es war gut, würde man sagen, Ukon mir. Das hört man auch oft. Oder wenn man fragt, Tschüss Ukon, wie war es? Genau, das ist auch ziemlich nützlich zu wissen. Wenn man über die Zukunft sprechen möchte, dann sagt man Une Kamekon. Une Kam Mekon. Mekon ist der Infinitiv. Ich werde sein, genau wie auf Deutsch, also sein, der Infinitiv ganz am Ende. Une kam mekon oder tike mekon, ayayo ka mekon, na kena mekon, yu keni mekon, ata ato kan mekon. Genau, was ich noch erwähnen sollte, du wirst sein, kann man nicht nur mit ke sagen, sondern auch mit ki. Tiki mekon. Genau, zum Foto werde ich auch noch ein Video machen. Also, ja, abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert etwas. Es würde mich freuen, von euch zu hören. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf Lango Filia.